Jeden Tag nach der Schule holte ich mir Kekse, Milch und blätterte im Life Magazine. Das Cover war immer in Farbe, mal Marilyn Monroe oder ein Zirkus und innen in Schwarz-Weiß der Vietnamkrieg oder die Huren von Kalkutta. Als mein Sohn mich fragte, warum ich mit Schwarz-Weiß arbeite, dachte ich, vielleicht sehe ich in Schwarz-Weiß die Wahrheit. Und manchmal ist die Wahrheit kaum zu glauben, denn die fotorealistischen Werke von Robert Longo sind Kohlezeichnungen. Seit etwa 40 Jahren malt der amerikanische Künstler die Gesellschaft in Schwarz-Weiß. Der Legastheniker hat in Florenz, der Heimat Leonardo da Vincis, der auch mit Kohle zeichnete, Kunst studiert. Ganz schön weit weg von der Insel vor Connecticut, auf der er in den 50ern groß wird. Ich bin in Long Island aufgewachsen, einem harmlosen Nichtort, wo man aufwächst und dann schnell abhaut. Da gibt es jede Menge Massenmörder und Verrückte. Es ist der amoklaufende amerikanische Traum. In den 70ern treibt sich Robert Longo ein wenig herum. Er studiert kurz Meeresbiologie, wird Punkmusiker bei den Menthol Wars in New York und verzieht sich dann nach Buffalo, nahe der kanadischen Grenze, um Bildhauerei zu studieren. Hier macht er aus einer ehemaligen Eiswürfelfabrik ein kollektives Künstleratelier, das Hallwalls Art Center. Und er lernt seine amerikanische Komplizin kennen, die spätere Legende des fotografischen Selbstporträts, Cindy Sherman. Sie hat oft für mich Modell gestanden. Wenn sie etwas auf der Straße machen wollte, ging sie sich in meinem VW-Bus, einem Überbleibsel aus meiner Hippie-Zeit, umziehen. Wir fuhren los, bis sie sagte, lass uns hier ein Foto machen. Und das tat ich dann. 1979 posiert Cindy Sherman für Robert Longos Bildreihe Men in the Cities. Hier entwickelt der Künstler auch seine Arbeitsmethode. Robert macht ein Foto, projiziert es auf eine Leinwand und zeichnet es mit mehreren Schichten Kohle nach. Der Legende nach warf er, damit sich seine Modelle schön verrenkten, mit Gegenständen nach ihnen. Robert versinnbildlicht mit diesem Totentanz des modernen Menschen den Abgrund, vor dem die Yuppies und die Finanzwelt stehen. Wie ein Besessener arbeitet Robert an den 60 großformatigen Bildern, die ihn berühmt machen sollten. Sogar in American Psycho aus dem Jahr 2000 hängt im Loft des serienmordenden Patrick Bateman einer der Men in the Cities. Das Problem an dieser Serie war ihr großer Erfolg. Der machte es mir sehr schwer, als ich danach etwas Neues machen wollte. Deshalb habe ich sehr lange behauptet, sie wäre nicht von mir oder würde nicht mehr existieren. Erst seit etwa 6 Jahren kann ich sagen, okay, das ist ein Teil von mir. Der Fall der fallenden Menschen verfolgt Robert noch lange, wie dieser Clip beweist, den er 1986 für New Order dreht. Nach diversen Videos, etwa für Megadeth oder R.E.M., kehrt Robert wieder in sein Atelier und zu seinem Kohlestift zurück. Sein neues Thema: Schusswaffen. Ich habe das FBI über die beliebtesten Handfeuerwaffen ausgefragt und auch über die Kugeln. Sie waren sehr kooperativ, aber ich konnte keine Waffe zum Fotografieren mit nach Hause nehmen. Dann sagte ein alter Dealer von mir, dass man Waffen mieten kann. Das ist wahr. Du kannst Pistolen von Kriminellen mieten, die du dann wieder zurückgeben musst. Und so entsteht Body Hammers, eine Serie auf 1 Meter breiten und 2 Meter hohen Leinwänden. Yeah. 1995 erfüllt sich Robert einen Traum und adaptiert Johnny Mnemonic, eine Kurzgeschichte von Cyberpunk-Pionier William Gibson, fürs Kino. Neben dem Japaner Takeshi Kitano, Rapper Ice-T und Punk-Urgestein Henry Rollins spielt der junge Keanu Reeves darin einen Kurier, der in seinem Gehirn zwischengelagerte Daten ausliefert. Beijing selected.
Ich wollte einen Low-Budget-Schwarz-Weiß-Film machen, eine Art Neuauflage von Godards Alphaville. Aber wir bekamen nicht $1 Million für die Produktion, sondern 20. Das war furchtbar, denn je mehr Geld du hast, desto mehr Leute mischen sich ein. Filme machen war keine einfache Erfahrung für mich. Seitdem ist Robert seinem Kohlestift nie wieder untreu geworden. Und das zahlt sich aus. Mehrere seiner Werke werden auf über $1 Million geschätzt und zeigen oft Roberts Schwäche für die Gewalt, die sich durch unsere Geschichte zieht. Bei seiner ersten Ausstellung in Paris mit dem Namen Leuchtende Besorgnis präsentiert Robert Longo einige seiner neuesten Kreationen. Dieses Foto eines Einschusslochs inspiriert ihn zu einem Bild, das die Charlie Hebdo-Attentate anprangert. Ich bin immer noch in einer Band und mit ein paar der Jungs spiele ich schon seit Ende der 70er. Neulich witzelten wir über die Frage, warum tun wir das eigentlich? Wegen der Mädchen, war die einhellige Antwort. Du wirst Künstler wegen der Frauen. Das ist der Auslöser. Und bei mir kommt noch dazu, dass ich einfach nichts anderes konnte.